Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Kollege Carlo Clement hat ja gerade die Daten der Studie des Verbandes für Bildung und Erziehung genannt. Diese Befragung bestand aus einer Stichprobe von 1308 Schulleitern. Damit ist sie vom Forschungsdesign relevant und sie spiegelt die Wirklichkeit wider. Was ist nun die Essenz dieser Erhebung? Wir haben einen signifikanten Anstieg von psychischer und physischer Gewalt gegen Lehrkräfte und das kann man auch nicht wegdiskutieren hier. Dabei stechen insbesondere die Schulformen der Hauptreal- und Gesamtschulen im Ländervergleich Nordrhein-Westfalen heraus. Was ist passiert, dass im ehemaligen Land der Dichter und Denker eine so hoch honorige Berufsgilde wie die der Lehrer Beleidigungen und sogar Schläge erdulden muss? Handelt sich bei diesem Phänomen um eine einmalige Sache? Gehen wir doch mal nüchtern und schonungslos an diese Fragestellung heran. Die Wahrheit ist doch, dass das Berufsbild Lehrer ohne Amtsautorität auch seine Schattenseiten hat. Beispielsweise, wenn Helikoptereltern die Schuld für schlechte Noten stets beim Lehrer suchen und dafür in der heutigen Zeit auch eine digitale Bühne bekommen. Schwierig, und das ist sicherlich unangenehm für Sie, schwierig wird es auch dann, wenn Kulturen vorherrschen, die Frauen als weniger wert und Ungläubige als zweitklassig diskreditieren. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ich sage es mal in den Worten der 1980er Aufbruchbewegung: Sprüht es an jede Wand, Büllerbü ist abgebrannt. Die Geister, die man rief, wird man jetzt nicht mehr los. Der Staat kommt seinen Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag nicht mehr nach. Ein Großteil der Devianz aber passiert unter dem Radar im sogenannten absoluten Dunkelfeld. Und sehr geehrte Frau Busche, da lohnt es sich auch nicht, die PKS zu zitieren, weil die PKS nur das Hellfeld abbildet. Und das ist nicht relevant hier, also nicht in dem Maße. Ein erster Schritt muss es daher sein, die psychische und physische Gewalt zum Nachteil unserer Lehrer obligatorisch zu registrieren und damit das Dunkelfeld aufzuhalten. Außerdem muss Fehlverhalten systematisch sanktioniert werden und nicht mit Alt-68er Kuschepädagogik weggeschmust werden. Eine der ältesten Regeln der menschlichen Konformität. Ordnung und Disziplin sind nicht altmodisch, sondern essentiell. In der Wirtschaft hat man das schon lange erkannt. Hier findet man aber hippe englische Begriffe wie Compliance. In Wirklichkeit ist es eigentlich genau das Gleiche wie Disziplin und Ordnung. Langfristig muss sich aber grundsätzlich etwas ändern. Es reicht nicht aus, alle Lehrer gehaltsmäßig zu Stabsoffizieren zu machen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, einen Wandel, der Lehrer wieder zu Respektspersonen macht. Vielen Dank.